Podcast. So, dann schauen wir jetzt mal, nachdem es im letzten Part Resident Evil 4 Remake hier ganz grauenvoll lief. Nee, nicht verkaufen, sondern beim Tunen. Man hat zwar auch einfach keine Munition, aber es wäre natürlich dann schön, wenn man mit dem, was man hat, ein bisschen mehr Schaden anrichten könnte. Und das ist halt wirklich ein bisschen kritisch aktuell noch. Nachladegeschwindigkeit, ja. Magazingröße vielleicht auch, Angriffskraft aber eher, wobei es halt sauteuer ist, aber scheiß drauf, wirklich, mir kotzt mich einfach alles nur noch an. Die Haltbarkeit an sich zu boosten wäre ganz gut. Nachladegeschwindigkeit ist eigentlich bei jeder Waffe nötig, habe ich so das Gefühl. Machen wir es hier mal, auch bei der Pump. Jetzt haben wir halt nicht mehr so viel. Mal gucken, ist hier gerade irgendwas, was man einfach so verkaufen kann? Ja, das Ding. Die braucht man wohl nicht mehr dann. Und dann müssen wir gleich mal vielleicht gucken, dass wir Munition noch kaufen. Minenaufsätze? Das kaufe ich mir jetzt mal. Was habe ich denn da verpasst? Für die Bolzen oder was? Oh ja. Oh ja, und damit verbrauchen wir auch mal ein bisschen Zeugs, das wir haben. Das ist gar nicht mal schlecht, glaube ich. Was ist denn das, was man da unten noch braucht? Schießpulver. Ach, Schießpulver soll das sein. Ah ja, okay. Behalten wir es nochmal. Ach scheiße, wir können ja auch was herstellen. Haben wir jetzt einfach diese Minenaufsätze so? Können sie mit... Ah, während des Zielens. Ach du Scheiße. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen Munition normale damit herstellen sollen erstmal, ne? War jetzt nicht so ganz so klug. Machen wir mal am besten... Dann sind wir hoffentlich ja vollkommen leer hier. Jemand muss sich um den wilden Köter kümmern, der im Dorf sein Unwesen treibt. Der sieht nicht wie ein normaler Hund aus, sollte aber so leicht zu identifizieren sein. Oh Gott. Ja, aber jetzt, gut. Hey, stimmt ja. Pause machen? Sorry, ist leider nicht drin. Ja, aber wirklich. Verstehe. Hier ist nichts Neues. Aber das könnte natürlich jetzt so ein Riesenkopf wie von dem anderen Viech schon sein. Was wird's da? Letzten Part? Vorletzten Part? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin vergesslich. Wir kämpfen. Mussten. Hannigan hatte recht mit dem Wetter. Oh, scheiße. Da ist ja schon wieder einer. Zack. Fertig. Ich habe auch das Gefühl schon wieder, dass man in Resi Games einfach brutales Delay immer hat. Deswegen ist es ja auch so schwierig für mich, irgendwas zu tun. Ich bin völlig überfordert einfach mit allem, mit Zielen, mit... Also vor allem das Zielen finde ich ja ganz grauenvoll. Muss ich einfach gerade nochmal hier erwähnen, weißt du? Irgendwie funktioniert das einfach nicht so gut. Auch nicht so gut wie in anderen Resis. Und das liegt jetzt, glaube ich, auch nicht daran unbedingt, dass es jetzt halt hier, Third Person ist. Also ich sag mal, in Resi 2 oder 3, wo man auch mit Leon gespielt hat, kam ich besser klar. Scheiße, ich wollte es ja gerade aus der Hand schießen. So, Messer ist vielleicht auch mal wieder im Eimer. Bitte. Stirb, bleib tot. Nein! Ich höre nur halt leider immer noch welche. Jetzt nicht mehr, ich höre nur Kuh nur noch. Verletzt? Nein, danke. Ey. Na, da sind welche. Bleiben wir noch mal kurz draußen. Schauen wir mal um. Hier kamen wir her. Moino. Hier kamen wir hoch, ne? Mit Ashley. Komm. Das ist die Stelle aus dem Dorf, die ich mir gemerkt hatte. Mach von drüben für mich auf, okay? Jetzt können wir hier ein bisschen mehr noch erkunden. Auf, komm. Es regnet. Was macht die da? Okay. Okay, doch. Das passt gut. Eleganter Armreif, schön. Ah, da hinten ist auch einer schon mal. Guck mal. Kann man auch jetzt sich schon mal um den kümmern. Fuck. Exakt, okay.
Ich glaube, ich hätte mal die Magazingröße. Ach nee, ist 5 schon, ne? Von der Pam. Ich sah gerade, sie hat was verwechselt, egal. Ich dachte, bei der 5, die da steht, das wäre die Magazingröße, aber nee, bei der 1. Das ist ja nur die übrige Munition, die man außerhalb vom Magazin hat im Grunde, ne? So, jetzt können wir hier aufs Dach. Das wäre, glaube ich, ganz gut, zuerst mal von hier aus Ausschau zu halten. Alle weiteren Gegner außer Distanz zu erledigen. Funktioniert halt echt besser. Da kommen wir runter. Scheiße. Scheiße. Muss ich jetzt mal einen Minenaufsatz anbringen? Let's go. Scheiße. Scheiße. Och nee. Und jetzt kommt der hier gleich. Oder? Kann der? Ah ja, da ist er. Ja, Minenaufsatz erstmal miese verschwendet. Hätte ich mir auch 6 Schuss für die Pump ungefähr mitmachen können, glaube ich, ne? Mit dem Schießpulver und so. Ach komm, ey. Scheiße. Ja, man muss die Funktionsweise natürlich auch erstmal können. Und verstehen und wissen, wie ich man damit umgehen müsste. Ja, so war es jetzt nicht ganz so richtig. Waren wir natürlich überall schon mal, aber ich gucke jetzt trotzdem mal eben ein bisschen durch. Nicht, dass hier doch mal irgendwas zum Sammeln wieder aufgetaucht ist. Von wo höre ich denn jetzt noch welche? Aus der Richtung, in die wir auch gehen? Also ich höre es ein bisschen von rechts halt, aber weiß nicht, was da ist. Wo die sein könnten. Oh Mann, das ist doch alles nicht wahr. Da hinten sind wieder welche, ne? Spaßig. Speichere jetzt zur Sicherheit auch nochmal. Aufbewahrung, warte mal, bin ich gerade lost? Koffer anpassen? Also, das, was ich immer noch nicht so verstanden habe. Aber wenn man verschiedene haben kann, wir können ja auch noch diese. Punisher. Die war das, die wir einfach noch nicht mehr wollten, brauchten oder so, ne? Aber es gibt halt noch diesen Aktenkoffer ja zum Beispiel bei dem Händler. Und da war mir nicht ganz so klar, was ich mit dem Ding soll. Oh, Messer gerade kaputt. Schade. Ist dann halt so. Wird jetzt auch nicht so viel Munition wieder an allem hier verschwenden. Oh, hinter uns sind welche, ne? Oh nein, nicht schon wieder eher so einer hier. Muss echt nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein! Nein! Ja, töte ihn. Komm. Alles okay? Ja, nichts passiert. Bräuchte man halt hier nur so eine Granate, ne? Eine schöne. Und schon keine Munition mehr, ich liebe es. Ja, komm. Ja, helft uns, Schweine. Ehrenschweine. Ach, scheiße. Verdammt. Haha. Aber gegen diesen fetten Typen ist man eigentlich jetzt halbwegs gut klargekommen, muss man ja sagen. Ich hatte natürlich schlimmer in Erinnerung. Aber ich glaube, der war auch vorher schwieriger zu besiegen wegen diesem Riesenhammer, den der da rumgetragen hat, ne? Na gut. Zum Axthammer gefühlt. Was war das denn jetzt mal hier? Kommen wir hier damit weiter? Tatsache. Warum war ich hier noch nicht wieder? Antike Pfeife, guck mal. So, sollten hier jetzt eigentlich noch irgendwas sein? Nicht? Krass. Sind wir durch mit? Können wir mal ein bisschen unaufmerksamer hier durchlaufen? Und auch darüber.
Ich hoffe, dass man jetzt nicht, sobald man da hingeht, irgendwie nicht mehr mit anderem Scheiß hier weitermachen kann. Das wäre sehr, sehr, sehr schade. Vermisste Senorita gefunden. Die Senorita hat einen Namen, okay, Ashley. Und Sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön. Das wäre geklärt. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Beantworte ich gern, aber leider. Versteck dich, los. Wenn das so ist, hier, hilf mir. Ashley, schnell. Okay, spielen wir. Ja, wunderbar. Eine Horde zum Teufel. Von denen gegen uns. Ach so, mit den Brettern kann ich ja wieder verbarrikadieren hier. Vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Fertig mit Aufwärmen? Vergiss das Stretching nicht. Ja, ja, halt die Klappe. Dann kann's losgehen. Entspann dich, Cowboy. Toll, jetzt kann ich die Granate hier nicht nehmen, ernsthaft? Aber ich kann ja mal das Spray hier mir mal nehmen. Ich bin auch mal wieder Platz. Ach so, man kann jetzt auch mal hier die Türen Dinger versperren, so. Das sollte erstmal halten. Habe ich für irgendwas noch Munition, was ich vergessen hatte? Okay. Danke. Aus dem Weg. Gehen wir hoch. Los. Hey, dachte ich, Leon. Munition erhalten. Die geht auf mich. Oh lol. Thank you.
shit! Danke. Gott. Nicht nochmal so einer. Nee, muss das. Jetzt bin ich hier runtergesprungen. Okay, wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Oh Gott. Oh, ich kann nicht mehr weg hier. Ich kann mich hier nicht wegbewegen. Was soll ich tun? Ich finde das in dem Game, wirklich, entweder habe ich was völlig vergessen oder es ist völlig dämlich teilweise, dass man sich halt einfach nicht... So. Ich muss das nicht ernsthaft nochmal machen. Na dann, fangen wir nochmal an mit dem Scheiß hier. Wunderbar. Ach, wir können auch diesen scheiß Schrank davor ballern. Na gut, dann Abfahrt. So. Boah, Junge. Aus welcher Hölle die auch immer kommen. Es ist einfach kacke. Verdammt nochmal! Ah, das hätte ich jetzt nicht einzeln nehmen sollen, wollen, wie auch immer. Scheiße. Komm schon. Gut. Auf dem Weg. Da draußen direkt mal alle wegjagen, komm. Du weißt, was zu tun ist. Was denn? Irgendwas, von dem ich noch nicht weiß? So, komm hier. Mir reicht's. Zack. Na komm, stellen wir uns mal ein bisschen was her, glaube ich, ne? Ach, geht gar nicht. Sehr gut. So, jetzt ist fette Viech. Man hat Bock. Boah, Junge. Ah, da ist der. Der ist hier unten. Wusste ich nicht. Ich wollte schon die ganze Zeit schön mit der Pumpen auf den abziehen. Sind die gerade alle schön auf einem Platz? Einer hässlicher als der andere.
Oh Gott. Hier unten ist gerade ein bisschen sicherer, glaube ich, ne? Oh, scheiße. Hab auf dich gewartet, Superheld! Aus dem Weg! Ashley! Was passiert mit mir? Ashley, ist das das erste Mal, dass du Blut hustest? Was weißt du darüber? Der Husten, das Blut, wird verursacht von etwas namens Plaga. Okay, ihr habt diese Leute gesehen. Du hast das Gleiche in dir wie sie. Das Gleiche, warum sie... so wurden. Das, diese Symptome, die du da zeigst, sind erst der Anfang. Ich will nicht wie die werden. Du hast Glück. Naja, in diesem Stadium kann der Parasit, der Plager, er kann noch entfernt werden. Mit einem kleinen Eingriff. Man braucht nur etwas Know-how. Ach ja, und die richtigen Tools. Warte, du auch? Keine Sorge, denn ich habe einen Plan. Aber ihr müsst mir vertrauen. Gut, dann sind wir Partner. Hey, warum hilfst du? Wir haben keine Zeit für Fragen. Die Uhr tickt. Warum hilfst du uns? Weil ich mich dann besser fühle. Belassen wir es dabei. Ich melde mich später. Das war jetzt ein kurzes Kapitel, ne? Aber gut, ich bin froh, aus dieser Hölle da jetzt raus zu sein. Drei Parts in Folge, muss ich am Ende sagen. Ich hoffe, ich habe es geschafft, das hier irgendwie ansehnlich zusammenzuschneiden. Ich hoffe, ich komme mit Kämpfen jetzt zunächst halt mal wieder ein bisschen besser hier klar. Kann mich wieder ein bisschen hier reingewöhnen. Und das wird nicht mehr so eine Katastrophe in nächster Zeit. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Also, falls ja, lasst ein Like da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keinen weiteren Part mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Part. Danke fürs Ansehen und ciao.